Peggy 16. Servus, moin moin und hallo bei einem kurzen Update-Video zu Iron Harvest. Was lässt uns das mitteilen? Also was sagt uns das Ganze? Yes, es kommt eine neue Fraktion. Let's fucking go. Es schaut nach Amerikaner aus. Also ziemlich sicher Star Stripes, Musik, alles deutet auf Amerikaner hin mit Gebirgsjäger und Flugeinheiten. Genau, dann schauen wir mal kurz in den Dev-Block rein. Also genau hier, is it a bird, is it a plane? No, it's Usonia. A free weekend, bla bla bla. Also, die neue Fraktion kommt am 27. Mai. Und, genau, mal ganz kurz, ganz schnell durch. Jede Fraktion, die es bisher gibt, bekommt Lufteinheiten, bis zu 3 Stück. Hier steht ja alles drinnen, neue Fraktion mit 20 neuen Einheiten, Kampagne mit Cinematic-Filmmaterial, bla bla, Single-Koop-Missionen, 3 neue Heldeneinheiten, logischerweise heute halt für die Usonia. Ich vermute, das ist schon mal einer, dieser Anführer da, dieser Captain America Boy. Dann da hinten, jede Fraktion bekommt Luftschiffe, was ja da super nice ist. Dann gibt es wahrscheinlich auch Flaks und Abwehrgeschütze, es bleibt mega spannend. Man kann mit echt richtig coole Sachen machen, vielleicht auch Mech-Einheiten mit einem Flak, dass du dann auf einem Schlachtfeld weiter vorne Erstellung hast, wo du Lufteinheiten bekämpfen kannst. Also es bringt auf jeden Fall eine ganz neue Dynamik rein, logisch, 4. Fraktion. Kann sehr cool werden, schauen wir mal, wie es dann wird. Neue Multiplayer-Maps, neue Structures, bla bla bla. Es wird geil. Auf jeden Fall ist es kostet, wird 20 Euro kosten. Und um das zu spielen, also man kann auch Iron Harvest Multiplayer spielen, wenn man nur dieses Add-on kauft. Dann kann man, glaube ich, nur Polania und die spielen. Bla bla bla, genau, Lufteinheiten bekommen alle. Das überspringen wir jetzt mal alles, genau wie, was, wann möglich ist, welche Konstellation es dann im Multiplayer gibt, wenn man sich dieses Spiel kauft oder Iron Harvest schon hat. Alles nicht so wichtig, kann ich ja selbst nachlesen. Einfach auf King Arts Game oder Iron Harvest Dev Blog gehen. Findet man alles drüber raus. Das ist jetzt eigentlich für uns gerade nicht so relevant. Genau, jetzt gibt es wieder ein Free-to-Play-Wochenende vom 29. April bis zum 3. Mai. Mal schauen, wie es mit den Spielerzahlen das gut tut, ob dann alle motiviert sind. Morgen gibt es einen fetten Iron Harvest-Stream von King Arts hier, zack, zack. Gibt es auch Giveaways, wer da Bock drauf hat, gerne reinschauen, würde ich sagen. Und genau, hier wird ja nur kurz die Season abgeschlossen, weil jetzt beginnt die Season 4. Simon Iobe ist Top 1. Gratulation geht raus, wie immer, logisch. Hier gibt es Skins. Alles nicht richtig. Und jetzt noch kurz ein paar Changes. Ganz kurz bloß. Polania Exosuits, die Rikers hier, haben eine Ability bekommen für den Veterancy Rank und zwar Shields Up. Sprich, ihr Movement Speed wird geringer, aber dafür haben sie Schilde, die dann den Schaden, den sie bekommen, reduzieren. Können wir heute Abend im Stream gleich mal ausprobieren, wie die so drauf sind. Dann Bugs gefixt, dass wenn die Medics immer healen, dass dann keine XP bekommen haben. Das wird gefixt. Faction Specific Portrayals. Wurscht. Genau, also nur sonst nur ein paar kleine Bugfixes, brauchen wir jetzt eigentlich nicht alle so genau drauf eingehen, kann sich jeder selbst durchlesen und sie arbeiten natürlich daran. Auf jeden Fall, das ist mal ein großes Announcement, das viele überrascht hat, also gefühlt hat keiner damit gerechnet, dass Amerikaner kommen werden. Jeder dachte so, okay, vielleicht kommt kommen irgendwie die Japaner, das nordische Königreich oder sonst was, aber dass jetzt Amerikaner kommen, das ist sehr überraschend, finde ich witzig und cool und vor allem Lufteinheiten. Kann sehr spannend werden. Und es wird noch von einer geheimen Verbündeten-Fraktion gesprochen. Da müssen wir mal schauen, was das dann letztendlich wird. Auf jeden Fall ist sehr geile News. Überraschend, aber geil, dass jetzt mal endlich was vorwärts geht mit der neuen Fraktion. Und jetzt lass wirklich ein Datum feststellen. Nicht so, ja, es kommt bald, sondern okay, 27.05. Zack, zarab, wir haben ein Datum. Ich bin hyped. Schauen wir, wie es wird. Geil wird's. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.